Willkommen Leute zu einem weiteren Part von Let's Play Portal 2. Im letzten Part hat uns Wheatley verraten und uns hier in den Keller reingeworfen. GLaDOS wurde zu einer Kartoffelbatterie gemacht und wurde von einem Vogel entführt, das heißt, die ist auch weg und wir sind jetzt ganz allein hier unten und müssen irgendwie wieder nach oben kommen, um Wheatley aufzuhalten, wenn es geht. Nur, wie machen wir das? Ist eine gute Frage, denn hier gibt es nur sehr wenige Portalflächen und wir sind sehr tief unten, wie ihr sehen könnt. Das hier sind die größten Räume im Spiel, die auch ziemlich cool aussehen. Bis auf den Stein, der ist nicht ganz so hübsch, aber naja. Was soll's. So, haben wir da irgendwelche Portalflächen? Ich sehe nichts. Aber vielleicht geht's da rein. Ja, in der Tat. Was haben wir hier hinten noch? Ich will ja alles erforschen, was es hier gibt. Aber ich glaube, das war's schon. Ja, das war's schon, okay. Dann müssen wir da wohl rein. Am Hebel ziehen. Mache ich doch immer gerne. Ja, da geht's weiter. Hallo? Dong. Ich bin Kate Johnson. Mir gehört die Firma. Die nette Stimme von vorhin gehört Carolyn, meine Assistentin. Sie hat eure Honorar bereits an eine gemeinnützige Organisation eurer Wahl überwiesen. Stimmt doch, Carolyn? Ja, Sir, Mr. Johnson. Sie ist das Rückgrat dieser Firma und wird schon rein, aber leider schon vergeben. Sie gehört der Wissenschaft. Was haben wir hier? Ja, Cave Johnson ist jetzt der neue Typ, der die Sprachnachrichten macht, die ja immer in Portal vorhanden sind, egal wo man gerade ist. Und der ist quasi der Gründer der Firma Aperture Science, beziehungsweise der Besitzer. Und das hier sind quasi sehr alte Teststrecken, die wir jetzt absolvieren müssen. Und ich glaube, wir müssen dahin. Und da haben wir die Schräge, also sollte das eigentlich ganz einfach gehen. Machen so. Und machen so. Und springen durch das Logo von Aperture Science. Das finde ich cool gemacht. Schönes Detail. Bei uns werden täglich tausende von Tests durchgeführt. Die kann ich nicht alle persönlich beaufsichtigen. Darum habe ich diese Nachrichten aufgenommen. Damit kann ich auf alle Fragen und Zwischenfälle reagieren, die bei diesem Forschungsabenteuer auftauchen könnten. Dein Testprogramm hängt von deiner Fähigkeit, der Welt deinen Willen aufzuzwingen ab. Alle, die heute das Rückstoßziel für uns testen, folgen bitte der blauen Linie auf dem Boden. Ah, das ist er. Für alle, die sich zur Injektion von Gottesanbeterin DNA gemeldet haben, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. What the fuck? Schlecht, der Test wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Gut, wir haben etwas viel Besseres. Du kämpfst gegen eine Armee von Gottesanbeterinnen. Nimm eine Waffe und folge der gelben Linie. Du merkst von selbst, wenn der Test losgeht. Ich teste lieber hier die Portalkanone, dankeschön. Ja, der sarkastische Humor ist immer noch vorhanden. Wie für Portal üblich. Wäre auch irgendwie komisch ohne diesen Humor. Und wir müssen jetzt einfach nur diese alten Tests absolvieren. Bringe ich mal lieber nach oben hier. Damit wir weiterkommen. Das bringt mich auf jeden Fall schon mal ein Stück nach oben. Nur wie geht's weiter, ist die Frage. Wir werden uns jetzt halt immer ein bisschen weiter nach oben kämpfen und irgendwann haben wir es geschafft. So, was haben wir denn hier? Da können wir uns hinschießen. Okay. Wenn du nach dem nächsten Test zur Toilette musst, sag einem Mitarbeiter Bescheid. Denn höchstwahrscheinlich wirst du in irgendeiner Form Cola ausscheiden. Das ist nur ein vorübergehender Effekt. What the fuck? Wenn er aber länger als eine Woche anhält, besteht Grund zur Sorge. In dem Fall benachrichtige uns bitte umgehend. Honorable. Ich hoffe mal, wir werden keine Kohle ausscheiden. Ich glaube, wir müssen dahin. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, definitiv. Gut, wenn man da schon hier eine Portalfläche hat und da ist eine Tür, gehe ich mal davon aus. Die Frage ist nur, wie. Wir haben bisher noch keine Möglichkeit, Turbo aufzubauen.
Moment. Interessant. Das ist doch der Schacht vom Aufzug, oder? Hm. Ich glaube, jetzt wird es kompliziert. Was haben wir hier noch? Kann man hier immer einfach nach unten laufen? Moment, wenn man hier drauf könnte. Oder ist es doch nicht der Aufzugsschacht? Ich war mir eigentlich sicher. Moment, das will ich überprüfen. Ach so, hier kann man rein. Ja gut, dann ist ja leicht. Dann können wir einfach so machen. Und reinspringen! Hui. Das war cool. Und scheinbar auch richtig. Oder ist hier nur ein Secret? Okay. Na, mach auf. Kann ich leider nicht mitnehmen. Ich finde ja diese alten Telefone ganz witzig. Aber die neuen sind auf jeden Fall praktischer. Ist hier unten irgendwas oder ist es einfach nur, falls man runterfällt? Wahrscheinlich. Aber dann hätten sie hier auch einfach so Säure hin platzieren können. Denn so habe ich mich über ein Secret gefreut. Muss man hier nach oben? Ich gehe mal davon aus. Machen wir so. Nice. Und dann so. Prima. Haben wir das auch geschafft? Ich denke mal, die Tests haben damals noch besser funktioniert. Aber so geht's auch. Wissenschaftler sind wie Zwerge auf den Schultern von Riesen. Nice. Nicht so bei Aperture. Wir brauchen niemanden, der uns das Händchen hält. Selbst diese Zerstörungsfelder sind wieder da, damit man halt keine Cubes oder so mitnehmen kann. Oh, jetzt wird's dunkel. Oder auch nicht. Never mind. Beim ersten Test spielt das sogenannte Rückstoßgel eine große Rolle. Du gehörst übrigens nicht zur Kontrollgruppe. Du kriegst das Gel. Dem letzten armen Teufel haben sie nur blaue Farbe gegeben. Ja, der hat sich jeden einzelnen Knochen gebrochen. Tragisch. What the fuck? Aber aufschlussreich. Sagen die im Labor. Ja, diese Gele sind jetzt quasi neue Spielelemente, die mit Portal 2 in die Portal-Serie mit eingeführt werden. Und zwar gibt es insgesamt 3 Arten von Gelen, wenn ich mich recht erinnere. Und das erste, was wir sehen werden, ist das blaue. Das fungiert quasi als Trampolin und erhält auch die Sprunghöhe. Sprich, ich kann hier endlos auf dieser Sprunghöhe weiterspringen und ich verliere nichts, was ziemlich wichtig ist. So, das können wir jetzt nutzen, um darüber zu kommen. Ich würde sagen, einfach rüberspringen. Dürfte eigentlich gehen. Ich kann das Ganze in der Luft auch so ein bisschen beeinflussen, wie ich mich so ein bisschen bewege, aber hauptsächlich muss ich halt die richtige Richtung vorgeben. Okay, wir haben hier einen Cube, der ein bisschen anders aussieht. Der ist aber eigentlich der ganz normale Aperture Science Cube, wie wir ihn schon kennen. Aber halt ein bisschen altmodisch. Wie in guten alten Zeiten. Die Jungs im Labor meinen, ich sollte die Kontrollgruppe nicht erwähnen. Sie meinen, ich sollte diese Nachrichten nicht mehr aufnehmen. Das hat mich auf die Idee gebracht, noch mehr davon aufzunehmen. Ich bin hier der Boss und ich kann so viel über Kontrollgruppen reden, wie ich will. Irgendwie finde ich ihn cool. Ich mag den. Cave Johnson. Wo müssen wir jetzt hin? Ich habe keine Ahnung. Da können wir ein Portal setzen. Diesen Teil von Portal 2 habe ich so gut wie nie gespielt. Nur ein- oder zweimal. Das heißt, hier werde ich ein bisschen hängen.
Ist aber auch vielleicht ein bisschen angenehm. Dann hänge ich auch mal ein bisschen. Wo geht's hier lang? Beim nächsten Test versetzen wir das Gel mit Nanopartikeln. Diese kleinen Dinge werden milliardenfach in deine Blutbahn eindringen und neuartige Gene und RNA-Moleküle in deine Tumore einschleusen. Du sagst, du hast keine Tumore? Keine Angst. Wenn du in der Lobby ohne Wahlunterwäsche auf einem der Klappstühle gesessen hast, dann hast du jetzt welche. Am Arsch. Du bist nicht besser als GLaDOS, ganz ehrlich. Okay. Das Portal geht weg, wenn wir hier runtergehen, da sich ja das Portal bewegt. Und ein Portal kann nicht auf beweglichen Plattformen sein. Das heißt, wir müssen irgendwie zu diesem Cube kommen. Ach, schau mal. Ist ja einfacher, als ich dachte. Das geht doch klar. Einfach so. Gut. Dann haben wir den schon mal. Dann können wir jetzt hier wieder hoch. Den hier drauflegen. Das aktivieren. Und rüberspringen. Nice. Ah, okay. Wandsprünge sind auch möglich, quasi. Da man ja keine Höhe verliert. Wie schon erwähnt. Steuert sich auch sehr angenehm, also nicht irgendwie denken, ich müsste jetzt hier krampfhaft irgendwie drücken. Das geht ziemlich von alleine. Was ich auch ganz gut finde, ehrlich gesagt. Da das sonst sehr frustrierend wäre, solche Passagen. Huch. Das war ein bisschen mehr, als ich eigentlich wollte. Trotzdem danke, Gel. Du bist immer wieder sehr hilfreich. Wo ist der Ausgang? Ist der hier irgendwo? Da würde ich sterben. Ich glaube eher, dass wir zurück müssen. Ach, da oben. Ah, okay, da wollen sie nochmal das Skill verwenden. Ich verstehe. Ist ja einfach. Und durch. Oh, falls du vom Rückstoßgel bespritzt wirst, haben die Jungs im Labor folgenden Rat. Lass dich nicht mit Rückstoßgel bespritzen. Wir wissen noch nicht genau, um welches Element es sich handelt. Aber eines wissen wir. Es ist sehr lebhaft und es mag keine Menschenknochen. What the fuck? Mit was testet ihr hier bitte? Ich will es gar nicht wissen. Aber ich finde es sehr, sehr cool, diese Sprachnachrichten von Cave Johnson. Das kommt auf jeden Fall an GLaDOS ran. Ist nicht ganz so cool, aber fast. Alle Forschungsbereiche bestehen zum Schutz gegen Ratten aus Asbest. Sag uns Bescheid, wenn du an Atemnot, Hustenreiz oder Herzstillstand leidest. Das gehört dann nicht zum Test. Das kommt vom Asbest. Okay. Sagen, eine Asbestvergiftung hat eine Latenzzeit von 44,6 Jahren. Wenn du über 30 bist, kannst du dich also freuen. Im schlimmsten Fall musst du auf ein paar Kegelabende verzichten. Dafür hast du aber der Wissenschaft für die nächsten 300 Jahre wertvolle Erkenntnisse geliefert. Danke dafür. Am Arsch, wer hat sich denn hier freiwillig gemeldet? Auf jeden Fall keine sehr schlauen Menschen. Wobei die ja nur die Elite haben wollten. Wenn ich das richtig verstanden habe. Naja gut, sie wussten ja nicht, auf was sie sich einlassen scheinbar. So, wir gehen mal hier hoch. Dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen an Höhe gewonnen. Aber wie geht's jetzt weiter? Ich kann mich da reinballern. Ja gut, dann machen wir es halt. Warum nicht? Fallschaden bekomme ich ja nicht. Dein Stil gefällt mir. Du machst dir deine eigenen Regeln, genau wie ich. Die Erbsenzähler meinten, ich kann keinen Rassen, nur weil er Rollstuhl sitzt. Hab's trotzdem getan. Rappen sind teuer. Am Arsch. Okay, er ist ein Arschloch, aber irgendwie mag ich ihn trotzdem noch. Okay.
Wir können dieses Gel auch weiterleiten, sprich, wir können so machen. Und es damit einfach verbreiten. Was auch sehr wichtig ist. Wir müssen jetzt halt schauen, dass wir irgendwie weiterkommen. Und ich weiß noch nicht so genau, wie. Wenn wir so machen, kann ich da hoch. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich könnte auch so machen. Das geht natürlich auch. Dann bin ich schon mal hier. Wenn ich so mache. Huch, nein, das wollte ich nicht. Verdammt. Aber das geht, dann kann ich da durch. Dann machen wir das nochmal. Nochmal hier hoch. Nochmal da hoch. Und da hoch. Und hier hoch. Sehr gut. Die Portale sind jetzt leider weg, aber wir können jetzt so machen. Und vielleicht so. Ich nehme an, das brauchen wir noch. Und dann let's try it. Ja, hat funktioniert. Der Kaffee enthielt übrigens fluoreszierendes Calcium, damit wir die Nervenaktivität in deinem Gehirn verfolgen können. In wenigen Fällen kann der Stirnlappen durch das Calcium versteinern. Aber versuch nicht, dir den Vorgang bildhaft vorzustellen. Denn Angstreaktionen beschleunigen den Vorgang. Das ist so sadistisch, aber so cool. ETF. Okay, weiter geht's. Wenn du zur Kontrollgruppe Kepler 7 gehörst, haben wir einen winzigen Mikrochip der Größe einer Postkarte in deinen Schädel implantiert. Wenn der beim nächsten Test anfängt zu piepsen und zu vibrieren, dann sag uns Bescheid. Denn dann wird er sich auf etwa 500 Grad erhitzen und wir müssen ihn so schnell wie möglich wieder aus dir rausoperieren. Okay. Hört sich nicht gesund an. Das hier ist quasi Wasser. Ich glaube, das ist auch das zweite Gel. Wie gesagt, es gibt, glaube ich, drei Stück. Und ich glaube, das war eins von den dreien. Kann mich aber irren. Gut, wir müssen jetzt erstmal das hier wieder verbreiten, würde ich sagen. Vielleicht einfach so. Ach so, das geht nicht. Hm. Das ist jetzt doof. Auf Gitter kann auch kein Gel, leider. Logischerweise. Es tropft ja einfach durch. Aber hier ist ein Knopf. Okay, da kann man das ausschalten. Nice. Ganz ruhig bleiben, sage ich denen immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Tor und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. Ja. Ich denke, das ist das Beste, was ich tun kann. So. Wandsprünge gehen, ja? Soweit, so gut. Noch geht's voran. Sogar relativ zügig. Was haben wir hier? Oh, das ist cool. Das habe ich noch nie gesehen. Sowas fällt einem halt auf, wenn man das ein paar Mal spielt. Solche Kleinigkeiten. Ich habe noch lange nicht alles gesehen von Portal. Auch wenn ich das schon ein paar Mal gespielt habe. Ganz durchgespielt habe ich es nur einmal. Glaube ich. Oder zweimal? Ich glaube nur einmal. Wie geht's weiter? Moment, kann ich mir irgendwie Gel mitnehmen? Gut, dass ich nachgeschaut habe. Ich denke mal, das werde ich noch brauchen. Und gut, dass ich nicht in Steam offline gegangen bin.
Mach mal so. Und so. Jetzt bin ich verwirrt. Weil das bringt mir nichts. Eigentlich. Wobei, ich kann so machen. Ein bisschen crazy. Klappt das? Ja, es klappt. Wunderbar. Hätte ich gar nicht mal gedacht. Okay, da erstmal eins dran. Und wo jetzt? Da oben oder was? Scheinbar. Es bedeutet, du verbrüderst zwischen den Tests sehr viel Zeit in dem Flur. Im Labor sagen sie, das könnte eine Angstreaktion sein. Ich bin kein Psychiater, aber es muss sich um Projektion handeln. Diese Fachidioten machen sich schon ins Höschen, wenn ein paar Funken fliegen, die ihnen Löcher in ihre roten BHs brennen könnten. Die waren niemals Astronaut, Kampfsoldat oder Goldschürfer. Das waren nur wir. Du und ich allein gegen die Welt. Dein Schneid imponiert mir. Nur der Eifer könnte größer sein. Na los, packen wir's an. Was ein Arschloch. Okay, dann würde ich sagen, war's mit diesem heutigen Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben, da würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.